Willkommen zu der neuen Rubrik, die eigentlich nicht mehr so neu ist, sondern ziemlich schon dann, ja, fängt schon mal gut an, sondern eigentlich gewohnt. Wie jeden Samstag, ich habe den Tag jetzt halt einfach für mich so auserkoren, dass ich Zillow 785 rührt in der Werbetrommel immer am Samstag drehe. Und da heute Samstag ist, Pams, sind wir da mit einem neuen Video. Auf welchen Kanal hat es mich heute verschlagen? Nämlich auf Reverse Xay, oder ich sage einfach Reverse K, obwohl es ein X ist, ja. Ich kann sagen, wie ich will, weil ich cool bin. Dieser Mensch ist eigentlich ein sehr neuer Let's Player, wie ich das jetzt gerade gesehen habe. Und das ist eigentlich nicht schlimm, denn es ist ja immer wieder schön, auch mal solchen Menschen zu helfen, die gerade erst anfangen. Und dann sind wir hier. Ja, der Hintergrund, fangen wir doch mal an, bevor ich mich wieder zu sehr verspreche. Der Kanalhintergrund ist schön. Ja, gefällt mir. Da oben steht was. Hier steht auch was. Hier ist Battlefield 3. Ja, das ist eigentlich schön. Ich kann nicht viel dazu sagen, denn ich habe ja keine Ahnung, weil ich kaufe es ja nicht mal selber, Hintergründe zu machen. Und das ist halt nicht schön. Dann kommt man zuerst mal darauf zu sprechen, was dieser Mensch eigentlich so macht. Wie gesagt, ist er ziemlich neu. Vielleicht kennt ihr ihn unter seinem Trash-Kanal Shinix 5, weiß nicht, was die Zahl heißt. Ich kann kein Römisch. Also ich kann keine römische Ziffern lesen. Ich sag mal, Shinix Vieh, sagen wir dem aber jetzt mal. Der ist denn dieser nette Mensch, der mir meinen Kanalhintergrund gemacht hat. Und dafür sage ich auch nochmal Danke, 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 mein lieber Freund der Sonne. Und das ist sozusagen sein Let's Play Channel, wo er neu gemacht hat. Ja, bis jetzt hat er nur mit einem Projekt angefangen, das ist Dead Space 2. Ein schön brutales Spiel, habe ich mir reingezogen. Und was kann ich dazu sagen? Also, er ist eher ein Mensch, der ruhig ist. Er ist nicht so aufgedreht, wie so ein kleines Kind. Ist auch nicht, kommentiert auch nicht so wie auf Drogen, sondern eher so ein bisschen fundierter, ein bisschen ruhiger. Lässt das Spiel wirken. Ich finde, bei Dead Space sollte man sowieso nicht so aufbrausend kommentieren, weil man so sehr viel der Atmosphäre zerstört. Das macht er eben nicht, indem er ein bisschen ruhiger ist. Das kann ich verstehen bei solchen Spielen, denn man will ja da nicht die ganze Atmosphäre zerstören. Zum Beispiel bei anderen Spielen, die Shootern, da bietet es sich praktisch an, etwas lauter zu sein, weil das ganze Spiel halt ja nicht so auf Spannung getrimmt ist. Deswegen kann ich da nur sagen, dass er da ein bisschen ruhiger ist. Wir werden es ja dann sehen bei den folgenden Projekten, wie das so geht. Und das ist eigentlich ziemlich schön. Er wird euch nicht gefallen, wenn er, wie gesagt, darauf baut, dass jemand wie Speed kommentiert und die ganze Zeit nur Schwätze tut, obwohl ich es ihm auch dann später noch was dazu sagen werde. Dann wird euch auch nicht gefallen, wenn ihr, ja, wie soll ich sagen, ich glaube, er spielt im Moment halbwegs aktuellere Spiele, deswegen, wenn ihr nur auf Retro seid, seid ihr hier im falschen Ort. Denn er spielt so halbwegs aktuellere Spiele und das hat halt einfach nichts mehr mit Retro zu tun. Dann kommen wir sonst mal so darauf zu sprechen. Wie gesagt, er hat jetzt nur ein Projekt angefangen, das ist Dead Space 2. Gefällt mir bis jetzt sehr gut und das sollte er so weitermachen, aber er hat ja gesagt in seinem aktuellsten Video, er würde Dead Space nur weiterspielen, wenn er dazu Lust verspürt. Denn jetzt kann ich das machen, weil ich halt die Secret Messages alles habe, ne? Weil ich halt sozusagen ein Insider bin. Dass seine nächsten zwei Projekte Metro 2033 sind und Homefront. Homefront habe ich mir, glaube ich, mal angesehen, ist ja dieses Szenario irgendwie, ich glaube, sind es die Koreaner oder weiß nicht wer, kommt rüber nach Armyland und unterjochen alle und boah, und dann werden sie alle ins Nirvana befördert mit einem Gewehr. Hört sich lustig an, wenn das lustig rüberbringt, zieh's mir nochmal rein, denn das soll ja auch Spaß machen. Dann Metro 2033, Hammer. Ich kann jetzt hier aus dem Nähkästchen plaudern, ich bin daran, die Buchreihe in mich reinzuziehen. Also wirklich, ich ziehe mir das
richtig derbe rein. Die Spiele sind die, die ich gesehen habe, eigentlich ziemlich witzig. Also 2033 habe ich selbst nie gespielt, sondern nur geguckt. Das aber dann erst, nachdem ich das erste Buch gelesen habe und muss sagen, das Spiel ist nicht schlecht, aber das Buch gefällt mir ein bisschen besser. Aber wenn er das richtig gut rüberbringt, dann wird dieses sicher der Hammer. Und dann werden wir hier mit schön gewalttätigen Spielen versorgt. Das, was ich ja eigentlich immer sehr gerne habe und auch sehr schätze. Da er jetzt ein bisschen weniger auf seinem Kanal hat, wo ich darauf eingehen könnte, kann ich vielleicht mal noch was raushauen. Also, das mache ich jetzt wirklich nur bei solchen, wo ich ein bisschen weniger zu zeigen habe, in Anführungszeichen, weil halt noch nicht so viel da ist. Ich würde dir empfehlen, wenn du deine neuen Projekte startest, versuche etwas mehr zu reden. Ich merke das selbst bei mir, das regt mich selbst bei mir auf, dass ich bei manchen Spielen einfach zu ruhig bin, meiner Meinung nach. Und das passt halt nicht so zu meinen älteren Videos, die ich habe, wo ich die ganze Zeit am Reden bin. Deswegen würde ich dir empfehlen, bei Dead Space ist das wirklich noch legitim, weil das ist ein Horrorspiel, da sollte man nicht zu viel reden, aber Homefront und Metro 2033 sind meiner Meinung nach Sachen, die es einem sehr anbieten. Viel zu reden kann auch wirklich Nonsens sein, wirklich auch Situationskomik, was ich sehr schätze. Wenn du das irgendwie verbinden kannst, dann sehe ich hier einen sehr schönen Let's Player heranwachsen mit einer wunderschönen Stimme, dass das eigentlich kein Problem sein sollte. Dann natürlich, er macht super nice Kanalhintergründe. Ich weiß nicht, ob er das dann für jeden macht oder nur für auserwählte, schöne Menschen wie mich. Ich weiß es nicht, er weiß es nicht. So ist es halt. Und das war eigentlich seine Vorstellung, denn mehr kann ich im Moment nicht dazu sagen, möchte ich auch nicht. Wenn ihr ihn unterstützen möchtet und vielleicht sagt, hey, ist noch ein bisschen wenig, aber ich behalte ihn im Auge, dann immer schön vorbeischauen, wenn er mit den neuen Projekten anfängt. Sonst halt einfach das, was oben ist, die 6 Video Dead Space reinziehen, wenn er Dead Space nicht schon kennt. Und dann behalte ihn im Auge, denn ich werde ihn sicher im Auge behalten und immer schön mit dem Finger drauf zeigen. Dann gehe ich mal wieder zu mir zurück, denn ich kann hier noch keine Ankündigung machen. Falls ihr das jetzt gesehen habt und denkt, ich bin auch cool, ich kann das doch auch, ich möchte auch vorgestellt werden, dann schreibt mir eine PN. Keine Angst, ich nehme euch nicht auseinander, schreie euch auch nicht an. Okay, kann ich ja auch gar nicht, ich kann nur das Mikrofon euren Kanal anschreien. Aber ihr könnt euch wirklich melden, per PN, per Kommentar, was weiß ich, wenn ihr denkt, ihr habt's verdient, dann PMs unter das Video oder als PN mir schreiben oder irgendwie anders. Ich kann mir das auch als Kanalkommentar. Ich freue mich drüber, denn mir gehen langsam die Menschen aus. Ich habe nur noch einen Menschen auf Lager. Dann bin ich dann ein bisschen auf euch angewiesen. Oder wenn ihr es seht und denkt, ich kenne da jemanden, der das sehr gut macht, dann könnt ihr das auch mir posten. Und mit diesen verstörenden Worten verlasse ich euch und lasse euch ins wohlverdiente Wochenende starten. Und wünsche einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.